In der folgenden Sendung sprechen wir über Die Ritter der Kokosnuss und Night of the Living Dead, das Remake. Die Sendung wurde vor dem Tod von George A. Romero aufgezeichnet. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Watch Stuff, einer neuen Ausgabe, heute mit einer Reise in die Vergangenheit. Wir reisen 25 Jahre zurück und dann reisen wir nochmal 40, oder nee, andersrum, erst reisen wir 40 Jahre zurück. Über 40 Jahre reisen wir zurück. Wir beginnen heute unseren 70er-Jahre-Marathon, beziehungsweise haben ihn schon begonnen und beginnen heute darüber zu reden. Und zwar haben wir einen Film geguckt von 1975. Monty Python and the Holy Grail, oder wie er auf Deutsch heißt, Die Ritter der Kokosnuss. Coconut Bitches. Coconut Knietis, wie die Franzosen das wahrscheinlich aussprechen würden in dem Film. Ich habe übrigens das erste Mal jetzt festgestellt, dass der Film keinen Abspann, also oder beziehungsweise keine Credits im Abspann hat. Das ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen. Ich dachte erst, das wäre in meiner Version irgendwie nur so. Und dann habe ich aber gelesen, der hat keinen. Das ist schon normal. Dafür hat der relativ lange Anfangscredits und ich muss sagen, 4 Minuten oder so. Ich glaube, mit die unterhaltsamsten Anfangscredits, die ich bisher gesehen habe. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich will jetzt morgen nach Ikea. Hat irgendjemand von euch, ich bin mir ziemlich sicher, dass es für mich tatsächlich die erste Erfahrung war, diesen Film in voller Länge komplett mal gesehen zu haben. Ist das für euch irgendjemand von euch nochmal was Neues gewesen oder alter Hut? Ich meine, Ritter der Kokosnuss lief ja früher auch dauernd im Fernsehen, glaube ich. Also ich habe während der ersten 13 Minuten gehört, Moment, das ist jetzt alles, an das ich mich erinnern kann, ist in den ersten 13 Minuten. Aber das kann ja nicht richtig sein, aber nein, war da vielleicht nicht. Vielleicht hast du immer in der ersten Werbung umgeschaltet. Nee, war da nicht. Ich habe mich dann tatsächlich fast durchgängig an die Szene erinnert. Ich habe lediglich die Polizei irgendwie nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass die in dem Film auftritt. Alles andere kam wieder zurück. Ja, die Polizei. Das ist ein kleiner Spoiler, aber ich glaube 1975, die meisten Leute dürften diesen Film vielleicht schon mal gesehen haben. Also jetzt mittlerweile dürfte da die Warnung vielleicht ein bisschen verjährt sein. Morbo, wann hast du denn das letzte Mal... Oder aber die Leute gucken den sogar nicht erst, weil sie Monty Python nicht ausstehen können. Da kenne ich ein paar. Ja klar, das ist natürlich... Die können Zitate, aber die können den Typen nicht ausstehen und haben die Filme noch nie gesehen. Humor ist ja auch immer so eine Sache. Ich glaube, da ist bei Monty Python nicht anders. Meine Mutter konnte, glaube ich, auch nie viel damit anfangen. Mein Vater war Riesenfan. Also da war das auch schon... Da sieht man, eine Ehe kann trotzdem ein paar Jahre gut gehen, auch wenn beide nicht... Das ist bei meinen Eltern genauso, aber die sind ja immer noch verheiratet. Ist das auch da, deine Mutter Monty Python nicht mag? Ja. Vielleicht ist es eher so ein Männerding, Morbo. Ist das? Keine Ahnung, ich glaube, meine Eltern fanden Monty Python nie so lustig. Beide nicht. Aber ich habe alles eigentlich, ich glaube, zu 95% habe ich alles von Monty Python mindestens einmal, wenn ich nicht sogar zweimal gesehen. Also die Serie Monty Python und The Flying Circus habe ich irgendwann mal gesnackt bei Amazon, als die im Angebot war. Die finde ich auch ziemlich gut und ich muss auch sagen, ich bin persönlich großer Fan der Serie und ich war nie großer Fan der Filme. Ich fand die Filme immer schlechter als die Serie. Ja, war bei mir auch so, aber ich muss... Ja, okay, weiter erstmal. Weil das für mich einfach auf Sketch-Ebene besser funktioniert. Es gibt ja eigentlich nur drei richtige Filme, weil der vierte, Now for Zombie Completely Different, war ja eigentlich nur eine Zusammenstellung von Sketch zu sehen. Und da gibt es ja eigentlich nur diese drei Großfilme, der Holy Grail, der Sinn des Lebens und The Same as Brian. Sinn des Lebens habe ich erst einmal, glaube ich, gesehen. Leben des Brian habe ich schon mehrfach gesehen und Holy Grail müsste jetzt das zweite oder dritte Mal gewesen sein. Da seid ihr dann, glaube ich, beide erfahrener, was die Filme angeht, als ich. Also das Leben des Brian habe ich bestimmt zweimal gesehen, mindestens. Aber wie gesagt, Ritter der Kokosnuss, glaube ich, noch nicht einmal in voller Länge. Und Sinn des Lebens genauso, also auch noch nie in voller Länge. Und die Serie habe ich sehr viel geguckt. Ich bin großer Fan der Serie. Habe ich dafür gar nicht gesehen. Habe ich alles bis jetzt, aber glaube ich nur auf Deutsch geguckt. Es gibt ja auch eine sehr, ich glaube, oder ist es eine Doppelfolge sogar, wo sie das komplett dann auch auf Deutsch machen. Das war ja damals, glaube ich, von... wie heißt er denn noch, der Wetten, das erfunden hat, der hat das doch mit in die Wege geleitet. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ich wollte schon Dieter Thomas Heck sagen, aber das stimmt definitiv nicht. War das der Elsner?
Ja, Frank Elsner, genau, der war das, glaube ich. Der hatte damals mit dafür gesorgt, dass, ich glaube zumindest, dass er das war. Oder war es Alfred Biolek? Nee, ich glaube, es war schon Frank Elsner, der damals großer Fan irgendwie von der Monty Python-Reihe war. Und das ist damals in Deutschland noch nicht so groß gewesen oder überhaupt noch nicht hier gelaufen gewesen. Und der hat die dann hierher geholt oder hat dann irgendwie das mit denen so ausgemacht, dass die, ich glaube, in Korrespondenz mit dem ZDF irgendwie oder mit der ARD haben sie dann diese Specials, oder ich glaube, es sind zwei, bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, diese dann wirklich, wo die Pythons dann versuchen, Deutsch zu sprechen, sehr gebrochen. Aber das finde ich auch nicht unbedingt die besten Folgen, aber ich finde es cool, dass sie es gemacht haben. Also die sind sich für sowas auch nie zu schade gewesen. Meine Lieblingsfolgen sind dann eher so Sachen mit der spanischen Inquisition und so. Also da werde ich mich ewig dran erinnern. Oder die Olympiade. Auch hervorragend. Aber Flying Circus ist wirklich eine der, also so für mich eine der Referenzen, was Nonsense-Comedy angeht. Viel besser kann man es kaum machen, auch heute noch schwierig wahrscheinlich daran zu kommen, in diese Richtung zumindest. Aber sowas muss man auch gut finden. Also wenn man so auf Nonsense-Comedy, glaube ich, überhaupt nicht steht, ist Monty Python ein bisschen schwierig. Was man denen aber nicht absprechen kann, ist, glaube ich, der Einfallsreichtum und die Intelligenz, die sie da auch mit reingebracht haben. Es ist zwar Nonsens, aber diese Kurven, die da teilweise schlagen, zu machen, muss man schon ein bisschen was im Oberstübchen haben. Ja, also ich bin auf jeden Fall großer Fan der Serie. Und bei den Filmen ist es bei mir auch so, das Leben des Brian finde ich ziemlich gut, aber jetzt die Ritter der Kokosnuss, also Holy Grail, ich habe es ja zum ersten Mal auch wirklich auf Englisch geguckt. Die Serie habe ich übrigens auch nur auf Deutsch geguckt, würde ich auch mal gerne auf Englisch komplett mal gucken. Fand ich hervorragend. Also hat für mich als Film tatsächlich gut funktioniert, aber muss ich auch sagen, es hat sich auch teilweise wie ein Sketch-Show angefühlt, weil die Segmente auch losgelöst voneinander sehr gut funktionieren. Also so die, sagen wir mal, immer 10 Minuten Häppchen ungefähr. Die einzelnen, ich will es mal Episoden nennen, die in diesem Film dargestellt werden, funktionieren für mich auch fast losgelöst voneinander. Und wir haben zwar übergreifend diese Story mit King, König Arthur und dem Heiligen Gral, aber ja, also für mich funktioniert das auch, funktionieren auch die Segmente einzeln gut, und ich fand, die Qualität eigentlich hat sich ganz gut gehalten, so durch den Film. Wie war das bei euch? Nee, ich muss sagen, ich fand den mal lustiger. Also, das Problem ist halt, A, kannte ich halt den Film noch zu gut. Weil wie, ich weiß einfach, was passiert. Und ich meine, weiß ich nicht, ich fand, das war irgendwie, für mich war es irgendwie da echt, also für mich war es irgendwie langweilig, weil ich irgendwie dachte, ich kenne die Tatsächlich. Jokes. Ja, ich kenne die Jokes schon, ich habe alles schon mal gesehen. Und von daher irgendwie hast du jetzt ziemlich gezogen für mich, den Film, muss ich ganz Ich ehrlich dachte sagen. schon, dass du auf jeden Fall Spaß haben würdest eigentlich, weil du ja auch großer Fan von Airplane bist zum Beispiel. Und ich meine, die Gagdichte ist bei Airplane vielleicht noch ein bisschen höher und es ist auch ein bisschen andere Richtung noch, aber es ist ja auch so eine Nonsense-Comedy auf jeden Fall zumindest. Da finde ich schon, hat das hier auch hohen, also selbst wenn man die Gags kennt, einfach, ich hätte, glaube ich, auch Spaß daran, einfach das nochmal zu gucken und diese Zitate nochmal zu sehen. Allein, also so ein paar Szenen fand ich halt wirklich schon extrem lustig. Ob das jetzt mit den Rittern war, die sich da, wo er die Arme abhackt und so weiter, oder die Knights of Knee, the Knights who say Knee, fand ich ziemlich geil. Oder auch das am Anfang gleich mit dem Bring your dad! Bring out your dad. I'm not dead. I'm quite well. I'm feeling better. I'm happy. Fand ich sehr geil. Also, ich hatte schon eine Menge Spaß. Also, ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, dass du sagst, aber ich glaube, das Problem hätte ich eher bei Das Leben des Brian, dass mir das ein bisschen langweilig wird. Kann aber auch daran liegen, dass ich den Film einfach besser kenne als den jetzt hier. Also, den Vergleich kann ich da noch nicht so ganz ziehen. Jan, wie war das bei dir? Hattest du Spaß? Doch, ich fand es sehr schön, das endlich mal wieder zu sehen. Ich habe den ja jetzt schon, ach, lass mich lügen, 5, 6 Jahre hier liegen und habe den in diesen 5, 6 Jahren, die ich den hier liegen habe, nicht einmal gesehen. Also bei mir ist das tatsächlich schon Ach, du hast dir 10 den auch oder 15. gekauft dann? Ja. Ich habe den 10 oder 15 Jahre habe ich den jetzt nicht gesehen, und deswegen war für mich auch, ja, an vieles hat man sich noch erinnert, gerade in die beiden Sachen, die du sagtest, das mit den
Rittern von Nie und Schwarze Ritter-Sequenz. Klar, die kannte ich noch. Sonst so habe ich mich doch köstlich amüsiert. Vor allem auch die Franzosen fand ich schön. Die Franzosen. Ja, was seid ihr denn für Landsleute? Wir sind natürlich Franzosen. Was glaubt ihr denn sonst, warum wir mit so einem unfassbar schlimmen Dialekt reden? Ja. Ja, also doch, ich fand's schon sehr nett. Also ich finde, der Film hat auf jeden Fall so eine Daseinsberechtigung. Viele sagen ja, eine der besten 50 Komödien oder sowas. Also ich finde schon, dass man an dem Film noch zu. Da würde ich schon zustimmen wahrscheinlich. Also da Ja, 50 du. beste Komödien, da kommt der locker rein. Okay. Ja, Ja, also ganz locker. Also komm. ich würd sagen, also von den Monty Python-Filmsachen, wie gesagt, was ich bis jetzt gesehen habe, fand ich den am stärksten tatsächlich, zumindest als wirklichen Comedy-Film. Das Leben des Brian ist vielleicht als Kinofilm geeigneter, aber gerade weil eben Ritter der Kokosnuss so ein bisschen auch viele Sachen hat, die man eigentlich nicht macht, in Anführungsstrichen, in einem Kinofilm, finde ich es gerade geil eigentlich. Also das macht den Film eigentlich auch nochmal so besonders. Und ich Also weiß. es ist übersurreale dessen, also dass halt sozusagen am Ende der Film halt abgewürgt wird durch die Polizei. Das ist schon ein krasser, das ist nicht nur ein Comedy-Griff, das ist generell einfach, also man durchbricht ja hier so, also die vierte Wand praktisch, Ja, ja. Ich das würde auch, eigentlich. das ist ja schon vorher, ne? Hier, ja, und jetzt kommen wir zu einer tollen Szene. Die anderen Szenen waren auch schon okay, aber die Szene ist jetzt auch richtig gut. Und dann immer wieder da ist wieder der Typ aus Szene 24. Ja, Einstellung 24, was ist toll. Ja, Ja, ich also. glaube, das ist für mich das, was ich glaube, als Jugendlicher habe ich diese Gags sehr abgefeiert, aber jetzt finde ich halt gerade diese filmischen Kniffe, die man hier hat, ist eigentlich, hätte es vorher nicht die Nouvelle Vague oder so gegeben, wären wahrscheinlich Monty Python die Revoluzzer des Kinos gewesen, weil sie einfach solche Dinge machen. Sie durchbrechen ja sämtliche Regeln des eigentlich des Kinoerzählens und das ist schon mutig. Mutig auf jeden Fall. Ich habe gelesen, dass die bei den Dreharbeiten nicht viel Spaß hatten, weil das Wetter wohl ziemlich beschissen war und die in dem Hotel dann teilweise gar nicht baden konnten, weil einfach nicht genug Möglichkeiten da waren. Und also die hatten wohl ziemlich, ja, also die Erfahrung war wohl insgesamt nicht so geil. Und die bezeichnen den auch eigentlich als ihren schwächsten Film. Also zumindest in Interviews hat das mal jemand gesagt. Ich bin ganz froh, dass ich das nicht vorher gelesen habe, weil beim Film habe ich das überhaupt nicht festgestellt. Also ich fand, also ich habe sowas überhaupt nicht gemerkt. Was allerdings immer wieder, also was im Hinterkopf bei mir trotzdem war, weil ich das auch, glaube ich, schon bei Das Leben des Brian damals gelesen hatte, dass wie heißt der? Chapman, Graham Richard Chapman. Chan. Graham Okay. Chapman, genau, dass der ja wohl seit Flying Circus ja starke Alkoholprobleme hatte und hier eben auch extrem schwierig am Set wohl gewesen sein soll, weil er eben ständig irgendwie was zu trinken haben wollte und dann war nichts da oder so oder hat sich nicht vernünftig benommen, also ist ausfallend geworden oder so. Also das kann ich dann manchmal nicht so ganz ausschalten, weil ich das eben da mal ein bisschen was drüber gelesen habe und auch mal eine kleine Doku gesehen habe, wo das ein bisschen mehr beleuchtet wurde. Da muss ich dann immer drüber nachdenken, weil er ja, ich finde, er hat auch in Anführungsstrichen meistens die einfachste Rolle, weil er ist der Straight Man, also er ist der Hauptdarsteller sowohl bei Das Leben des Brian als auch hier. Hat, finde ich, am wenigsten so Charakterzeug zu machen. Die anderen sind ja in, ich glaube, teilweise bis zu 12 Rollen in dem Film drin. Und er hat, glaube ich, naja, nicht so viele auf jeden Fall. Und ja, also das finde ich dann immer noch ein bisschen traurig, wenn ich so darüber nachdenke. Das kann ich manchmal nicht ganz ausschalten, wenn ich den Film gucke. Er ist ja auch nur, glaube ich, 48 Jahre alt geworden. Sonst leben sie, glaube ich, alle noch, die Monty Pythons, die Gruppe. Von daher, und was besonders ist an diesem Film auch, das war mir auch gar nicht so bewusst, aber als ich es gelesen habe, habe ich auch gedacht, ja klar, irgendwie schon, dass tatsächlich hier die weiblichen Rollen tatsächlich auch meistens von Frauen gespielt wurde, bis auch, glaube ich, eine Ausnahme. Und das ist total untypisch eigentlich für Monty Python-Projekte, weil meistens schlüpfen die doch auch gerne mal in Frauenklamotten und spielen dann selber die weiblichen Sprechrollen und so weiter.
Aber wir haben hier tatsächlich auch extrem viele weibliche Darsteller gehabt. Und ich weiß auch ganz ehrlich nicht, das hätte wahrscheinlich eine ganz andere Dynamik gehabt. Ich würde mal gerne sehen, wie diese ganze Castle von Anthrax-Geschichte laufen würde, wenn das alles Männer gewesen wären, die in Frauenklamotten nur sind. Hätte, glaube ich, ganz anderen Humor nochmal gehabt. Ja, wäre vielleicht mal ganz interessant. Ich habe gelesen, dass die das auch als Stageplay dann irgendwann mal gemacht haben. Wurde wohl irgendwie um 2000 rum oder so auf die Bühne gebracht unter dem Namen Spamalot, was ja auch nochmal eine Anspielung irgendwie ist auf den berühmten Spam-Gag von Monty Python, dem wir auch das jede ein E-Mail-Postfach zu verdanken haben. Von daher, ja, also ich bin großer Monty Python-Fan und von daher wird es, glaube ich, schwierig. Also wir sind, glaube ich, alle drei eher diesen Humor zugeneigt, wie ich das rausgehört habe. Von daher wird es jetzt wahrscheinlich nicht so die objektive Meinung von uns auf diese Art von Sache geben, aber ich fand den schon sehr, sehr sehenswert und ja, hab ja, das mich... ist letztendlich, ich finde, Monty Python ist halt take it or leave it. Also das ist, da gibt es einfach, glaube ich, nur zwei Lager. Es gibt einfach solche Extreme. Ich glaube, das ist durchaus auch zum Beispiel bei jemandem wie Helg Schneider zu gegeben, dass man entweder es echt, dass man es gut findet oder schlecht findet. Also ich würde sogar sagen, bei Helg Schneider ist vielleicht noch ein bisschen krasser, weil ich kenne wirklich Leute, die da extrem allergisch sind. Also was vielleicht auch nochmal eher damit zu tun kommt, dass man in Deutschland noch eher mit Helg Schneider in Berührung kommt. Aus Versehen, als nach beim Monty Python. Also beim Monty Python muss man schon extremes Pech haben, dass man da irgendwie die ganze Zeit mit Bescheid wird, wenn man es nicht möglich möchte. Also das kann ich mir, die Situation kann ich mir eigentlich gar nicht groß vorstellen, weil Monty Python läuft einem im heutigen Fernsehen oder sonst irgendwelchen Medien nicht so oft über den Weg, glaube ich. Aber letztens war es Monty Python auf Arte, weil Arte hat gerade so eine Summer of Britain schon wieder, weil die machen irgendwas mit dem Britisch und da haben sie nochmal diese Show gezeigt. Monty Python haben ja auch im fortgeschrittenen Alter nochmal eine Show gemacht im Wembley, irgendeine Royal Albert Hall oder so. War das nicht vor Programm, 10 Jahren Minuten. Oder so oder noch kürzer her genau, sogar? Ich glaube, das war so 14. Das war, da weiß ich noch, da habe ich irgendeinen Podcast gehört und da war jemand ganz begeistert und war total erschüttert, dass er keine Zeit hätte, dass er da nicht hin könnte, weil er meinte, das wäre wohl wahrscheinlich die letzte Gelegenheit, die nochmal in der Besetzung lebend zusammen zu sehen und so. Und ich meine, also das ist auch, muss man wirklich sagen, das ist schon eine Erfahrung, wenn man wirklich damit groß geworden ist und das toll findet, das ist schon was Besonderes, das nochmal sehen zu können. Ja. Aber ja, das hatte ich damals auch mitbekommen, dass die das auf jeden Fall gemacht haben. Fand ich auch ganz cool, weil viele von, also ich meine, John Cleese ist noch relativ oft irgendwo zu sehen und Eric Idle sieht man auch hin und wieder mal. Aber so Michael Palin und Terry Jones zum Beispiel habe ich bewusst zumindest die letzten 20 Jahre nirgends irgendwo mal wahrgenommen. Also wenn dann sind sie mir nicht aufgefallen. Aber also die einzigen wirklich die Gesichter, die ich in heutiger Zeit noch mal gesehen habe, sind wirklich Eric Idle und John Cleese und Terry Gilliam halt hinter der Kamera. Also wirklich ja, das ist schon, dass man die wirklich heute noch mal zu sehen bekommt, schon ganz cool gewesen bestimmt. Nächstes Mal gucken wir übrigens die unheimliche Begegnung der dritten Art, einer der frühen Spielberg-Filme, mit denen er groß geworden ist. Ich bin sehr gespannt, weil auch den Film habe ich tatsächlich noch nie oder zumindest noch nie in voller Länge bewusst. Noch nie! Da war wieder dieses Wort. Oh Gott, oh Gott. Ist es im Deutschen eigentlich auch S? Weil, also, dass sie S nicht hören können? Es ist ja it im Englischen. Das Wort, was sie nicht abkönnen. Das habe ich nicht so ganz durchschaut, welches Wort das jetzt genau war, aber das kann gut sein, weil ich glaube, das Wort S ist da recht häufig gefallen. Ja, dann war es wahrscheinlich auch S. Im Englischen ist es auf jeden Fall it. Und dann ist es, am Ende ist dann der Gag, und ich glaube, das ist sogar wirklich ein Versehen gewesen, weil viele Sachen sind auch hier improvisiert gewesen, dass er dann aus Versehen auch it gesagt hat. Und dann, jetzt habe ich it gesagt. Oh nein, und es wird immer schlimmer. War schon ganz geil. Übrigens auch dieser Magier, das ist auch improvisiert gewesen. Ich bin der Magier des Berges. Wie ist dein Name? Man nennt mich Tim. Ihm ist der Name wohl nicht mehr eingefallen und hat einfach Tim gesagt. Und das haben die drin gelassen, voll gut. Tim ist aber auch... Tim ist toll. Tim ist ein super Name für einen Magier.
Ja, schöner Film, Monty Python and the Holy Grail, Ritter der Kokosnuss, und alleine der Vorspann. Ich habe wirklich die erste halbe Minute oder so gedacht, gehört das dahin? Ist das irgendwie? Und dann spätestens, wenn dann diese Moose-Geschichten immer nur noch kommen, dann denke ich auch, okay, voll geil. Jetzt haben wir möchten Sie davon in Kenntnis setzen, dass die Leute gefeuert wurden, die dafür verantwortlich waren, dass die Leute da vorher gefeuert wurden. Ritter der Kokosnuss, wir haben noch einen Film gesehen. Und zwar Die Rückkehr der Untoten. Das hat übrigens dieselben Silbenanzahl, ist mir gestern aufgefallen. Die Ritter der Kokosnuss, Die Rückkehr der Untoten. Sehr, ja, eine sehr gute Silbenanzahl, wenn man einen Filmtitel, also in Deutschland, an die Kassen bringen möchte. Was nichts anderes ist als Night of the Living Dead, das Remake. Und dazu erzählt uns jetzt mal der Morbo was. Ja, ich habe gerade nachgeschaut und der Film ist ja auch weiterhin noch bei Netflix zu haben. Was ist hier passiert? Netflix Verstoß gegen das deutsche Gesetz. Ganz einfach. So kann man das zusammenfassen. Und Netflix, Rebellen des TV. Ja, ich werde definitiv, nachdem wir diese Show getaped haben, die Polizei anrufen und sagen, dass das so nicht geht. Also, was ist passiert? Ich schaue ganz gerne mal auf diese Seiten What's Coming Up on Netflix. Da brauche ich nicht scrollen durch Netflix, sondern sieht man mal, was am jeden Tag so geuploadet wurde. Und dann ist das denn für Deutschland oder ist das international? Gibt es für alle Länder. Ach so, gut. Weil ich hatte nämlich mal eine, wo es für USA nur war und das war dann ein bisschen verwirrend teilweise. Nee, ich hab für alle, da ist auch Deutschland. Auf jeden Fall sehe ich dann da The Night of the Living Dead. Aber das Logo, was dazu war, war halt nicht das Logo des Originalfilms, sondern des Remakes. Das Remakes habe ich nie gesehen. Das hat eigentlich immer recht gute Kritiken bekommen. Das ist ja von Tom Savini, Hauptdarsteller Tony Todd. Dachte ich mir, kann man sich, würde ich eigentlich gerne mal sehen. Dieser Film ist aber in Deutschland bis heute auch noch unter dem Paragraphen 131 beschlagnahmt und verboten. Und es hat sich auch noch, glaube ich, keiner, es gibt nur Bootlegs, glaube ich, in Deutschland, hat sich noch keiner rangewagt, weil sollte man auch nicht machen. Ist ja eine heiße Klinge. In Österreich ist er aber rausgekommen. So, also in deutscher Sprache ist er schon erhältlich. Soweit ich weiß, ja, habe ich irgendwo gelesen, dass er in Österreich rausgekommen ist. Das kann durchaus sein. Da dachte ich mir so, das kann doch nicht wahr. Das kann doch nur ein Fehler sein. Weil dann gehe ich halt auf Netflix und dort gibt es sogar Laser Paradise, hat den Film mal einfach rausgebracht. Aber Laser Paradise hat auch alles rausgebracht, was sie wollten. Auf jeden Fall dachte ich so, das kann doch nicht sein. Und dann gehe ich auf Netflix und dann denke ich so, oh doch, das ist Tatsache, dieser Film, der auch noch ab 16 deklariert wird. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist es eine gekürzte Fassung, kann ja sein. Aber das war nicht der Fall. Das ist die komplett ungekürzte Fassung. Und dann habe ich mich schon ziemlich gewundert, was hier passiert, weil das natürlich eigentlich überhaupt nichts gehen darf. Und das hat auch erstmal gar keiner mitbekommen. Ein paar Tage später dann irgendwann sozusagen wurde auf Facebook gepetzt. Du warst das. Nein, ich war es natürlich nicht. Ich habe das auch erstmal, fand das ja toll, ich habe einen Arbeitskollegen. Erst Booter in Cannes und dann petzt er bei Netflix. Weil ein Arbeitskollege von mir ist halt auch Jurist und mit dem habe ich das auch mal geredet. Der fand das auch sehr interessant. Der guckt aber auch sehr gerne Horrorfilme. Wahrscheinlich ist das nicht so passiert. Deswegen ist Netflix, ich weiß nicht, wie sehr da Filmcracks hinter sind. Ja, weil letztendlich ist es halt, da wird mit Lizenzen gehandelt. Ich kenne es ein bisschen, weil ich bei einer Firma mal gearbeitet habe, die halt zum Beispiel Amazon Prime beliefert mit Filmen und Lizenzen arbeitet. Da hat man halt so ein Filmpaket, da war dieser Film halt drin und der wird wahrscheinlich für verschiedene Länder ausgegeben worden sein. Und da hat man es einfach auf Deutschland gemacht und keiner hat mal nachgeschaut, was das hier eigentlich ist. Und ich habe auch mal gelesen, dass dieser Film mal auf Amazon Prime auch zu bekommen war und da aber auch wieder verschwunden ist. Also da hat jemand dann letztendlich seine Hausaufgaben gemacht. Und gepetzt wurde zum einen von Cinema Obscur. Das ist ein sehr schöne Seite halt über den obskuren, fantastischen Film. Die haben aber einfach nur ganz nett gesagt, ja, Leute, ey, auf Netflix ist gerade ein 131er, völlig ungekürzt zu haben, die Chance solltet ihr wahrnehmen. Und dann kam halt eine Lizenzgeber, ich weiß mal nicht genau, wie die heißen, ich glaube LFG oder LGF, das muss ich ganz kurz nachschauen. Ich möchte dir niemanden Falsches an den Pranger stellen. Genau, das ist LFG Ledig Filmhandel. Bei denen ist es so, das ist ein Lizenzgeber, der eigentlich auch viel Bla rausbringt, aber auch ein paar solide Sachen rausbringt und die haben halt ein bisschen Mimimi gemacht. Ne? Kann ich im Prinzip halt verstehen. Die haben halt gesagt, ey, guck mal hier, ich kann es doch einmal vorlesen. Also folgendes.
Was hat der LFG Filmhandel geschrieben? Seit Jahren wartet die deutsche Fangemeinde auf eine vernünftige Veröffentlichung von Tom Savinis Night of the Living Dead. Dank Netflix kann jetzt endlich jeder, dank der angegebenen Freigabe ab 16, diesen herrlich brutalen Stück Film gucken. Bei Netflix scheint das deutsche Recht wohl nicht zu zählen, denn der Titel ist nach § 131 bundesweit beschlagnahmt. Wir kleinen Labels dürfen uns nicht mehr erlauben, sowas im geschlossenen Erwachsenenräumlichkeiten anzubieten. Naja, Zeiten ändern sich. Vielleicht zählt ja bald das Urheberrecht auch nicht mehr, dann kann ich ja endlich eine eigene Veröffentlichung von irgend so einem George-Lucas-Klassiker rausbringen. Also, in gewisser Weise kann ich den LFG-Filmhandel da sehr verstehen, weil jetzt nicht viele kleine Lizenzgeber, auch zum Beispiel Turbine, hat es ja in Deutschland gezeigt, dass die extremste Aufwand betrieben haben, um Filme vom Index und CD indizieren. Und Netflix macht einen Fauxpas Scheiß. Ich glaube, dass Netflix nicht drauf scheißt, das hat einfach keiner gecheckt. Wahrscheinlich wird es auch keiner checken, weil es interessiert keine Sau, dieser Scheißfilm. Dennoch, es ist letztendlich so, es interessiert keine Sau, dass der Film da ist. Aber Fakt ist einfach, ich habe, wie gesagt, extra nochmal nachgeschaut, dieser Film wurde auch im Februar, wurde das Tape von Starlight, was ungekürzt ist und beschlagnahmt ist, nochmal neu indiziert, also eine Folgeindizierung, weil einfach irgendein Jurist das durchgewunken hat. Ich will jetzt auch gar nicht drüber reden mit euch, ob dieser Film das verdient hat oder nicht. Ich glaube, das ist völlig unrelevant jetzt, weil der Film ist einfach vor dem Gesetz ja weiter beschlagnahmt. Und Netflix hat das nicht gecheckt und deswegen ist es ein sehr schönes Kuriosum. Und wir konnten alle mal jetzt diesen Film einfach ungekürzt gucken in HD und das ist doch eine schöne Sache. Und ich muss auch sagen, beim LFG haben wir, bevor wir über den Film reden, ich verstehe halt diese Intention, dass die dann sehr Unmut drüber äußern. Einerseits pisst du, nehmen wir mal, der Film wäre jetzt runtergenommen worden, hätte man auch sozusagen seine eigene Crowd ein bisschen angepisst, weil es nicht alle Leute diesen Film dann geschaut hätten. Und deswegen musste dieser Film in diese Ecke hier wandern, weil das ist einfach mal eine kuriose Sache, die man mal annehmen sollte. Die sogenannte Trash-Ecke bei uns wäre das in dem Fall. Nochmal kurz zu seiner Sache, bevor wir wirklich zu dem Film an sich kommen. Ich finde, insofern stimme ich dir zu, dass es wahrscheinlich auch keine Sau interessiert bzw. merken wird, weil ich glaube, kaum jemand, der den Film bei Netflix sieht und nicht weiß, dass der jetzt beschlagnahmt ist oder so, wird aufgrund jetzt dessen, was er in dem Film sieht, denken, oh, der Film, das ist bestimmt beschlagnahmt oder indiziert. Also ich fand jetzt nicht, dass der, wenn man das jetzt mit heutigem Gewaltgrad im Film, im Kino vergleicht, dass der da jetzt weit drüber war oder sowas. Also ja. Nach heutigen Verhältnissen fand ich den jetzt nicht so wahnsinnig krass oder sowas. Also auch ja, zum Beispiel. Darüber sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das also deswegen, ja, ich fand auch, der war auch für die damalige Zeit, war der schon irgendwie gewaltmäßig weit hinter vielen anderen. Ja, vor allem, wir sagen auch damals, also der Film ist von 1990, das ist jetzt nicht eben so wahnsinnig lange her. Also wenn wir so, die anderen Sachen, die wir dann teilweise gesehen haben oder also die es halt auch gibt, die auf dem Index immer noch sind oder eben auch tatsächlich noch beschlagnahmt, die sind ja teilweise aus den 70ern, also oder großteils aus den 70er, 80ern. Das war so die Hochzeit des Splatter- und Slasher-Films. Und, wobei, so viel ist da jetzt auch nicht mehr. Also es wird jetzt reichen. Nee, aber ich fand es jetzt da im Vergleich natürlich milde. Das ist, darüber brauchen wir gar nicht sagen, verstehst du? Es wissen jetzt letztendlich einfach nur die Cracks, so wie ich halt, die irgendwie mal drinne waren in dieser Sache und sich darüber Gedanken gemacht haben. Jemand, der schon mal danach gesucht hat oder so. Der halt, ne? Weiß halt, und wie auch halt Cracks auf Facebook merken halt, das geht eigentlich gar nicht, was da passiert. Und ich glaube, das einzige Ding ist halt, wahrscheinlich wird jetzt kein deutsches Label nochmal einen Versuch machen, diesen Film zu deindizieren, weil er ist einfach fucking auf Netflix ungekürzt verfügbar. Da lohnt sich es wirklich nicht mehr. Also, gut für uns alle, aber ja. Vielleicht bringt das ja auch nochmal neue einmonatige Nutzer, die alle ihren Gratismonat jetzt nutzen. Genau. Vielleicht auch Hörer dieser Sendung dadurch dann, also vielleicht, wenn ihr das noch hört, ich gehe fast davon aus, dass er dann immer noch da sein wird, weil die Mühlen malen. Ich habe ihn erst heute Morgen gesehen, also. Ja, ich habe ihn auch letzte Nacht geguckt. Ich muss sagen, bei mir ist der Originalfilm noch, in Anführungsstrichen, relativ frisch. Ich glaube, ich habe ihn vor 4 Jahren oder so gesehen. Vielleicht auch sogar kürzer her, aber auf jeden Fall, ich glaube, in dem Zeitrahmen, wo wir auch diese Sendung schon machen, ungefähr. Und muss sagen, ich habe nicht so ganz den, also oft ist es ja bei Remakes so,
dass, also momentan ist es häufig so, dass es Sachen sind, die nicht in englischer Sprache ursprünglich rausgekommen sind. Da kann ich es verstehen, okay, Leute wollen keine Filme mit Untertiteln, wir machen es fürs amerikanische Publikum nochmal. Wenn es ein Film ist, der im Original auch in Englisch rausgekommen ist, dann ist es vielleicht, ja, okay, die Qualität war nicht so, wir machen es jetzt nochmal mit dem heutigen Budget oder so. Das wäre noch ein Argument, was ich am ehesten vielleicht nachvollziehen kann für diesen Film. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, selbst von den Action-Szenen und von den Effekten habe ich jetzt hier nicht den Mehrwert erkannt zu dem Originalfilm für mich. Und ich fand auch, das Schwarz-Weiße hat der Stimmung besser, hat die Stimmung besser unterstützt. Also Morbo kennt ja auf jeden Fall das Original. Bei Jan weiß ich nicht. Hast du das Original gesehen? Nee. Also die Handlung ist relativ ähnlich, wobei, also ich glaube, das mit der, diese Dynamik mit der Frau haben sie ein bisschen geändert. Auch das am Ende ist normalerweise eher so der Hauptprotagonist und hier haben sie es ein bisschen geswitcht. Ich weiß auch gar nicht, ob überhaupt im Originalfilm die Frau so eine große Rolle gespielt hat. Ich meine eigentlich, mich zu erinnern, dass dieses Ehepaar am Anfang mit denen letztendlich, die im Haus sind, gar nichts mehr zu tun hat. Weißt du das, Morbo? Also ich weiß, diese Szene am Friedhof gibt's auf jeden Fall mit diesen Pärchen, auch im Originalfilm, aber ich meine, dass das so mehr so ein Cold Open oder so eine Art Open einfach ist und dann die Leute, die dann im Haus sind, damit gar nichts mehr zu tun haben. Aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Ich weiß, der Typ auf jeden Fall stirbt. Aber das hatte ich, ich habe auch, glaube ich, die gleiche Empfindung wie du, dass das dann hier ein bisschen anders war. Obwohl der Film ja auch im Vorspann ja steht, wohl auf dem Originaldrehbuch vom Original beruht. Echt? Ich dachte, weil ich habe irgendwie gelesen, dass das Romero hierfür nochmal, also hier das nochmal geschrieben hat oder so. Also, vielleicht hat das auch jemand falsch verstanden. Vielleicht stand einfach Buch Romero und dann hat jemand gedacht, dass er das nochmal neu geschrieben hat. Kann ja auch sein. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Vom Drehbuch her, als Drehbuchautor können wir Romero abhaken, egal ob er es nochmal neu geschrieben hat oder ob es das Originaldrehbuch. Wobei das Originaldrehbuch halte ich wirklich für fraglich, weil das Ende, meine ich, ist komplett anders. Also im Ende. Das Ende ist anders. Das Ende ist auf jeden Fall anders. Also da lehne ich mich jetzt, glaube ich, nicht weit aus dem Fenster. Ja, und wie gesagt, ich erkenne hier so nicht den wirklichen Mehrwert, außer dass man vielleicht irgendwie sagen möchte, hier, okay, Savini war ja, glaube ich, vorher der Make-up. Typ hat öfter mit Romero zusammengearbeitet als Make-up-Artist, war wohl da für die visuellen Effekte dann sozusagen zuständig, also was die Zombies und sowas angeht. Vielleicht wollte man einfach sagen, okay, hier, wir geben dir mal ein größeres Projekt, um dich so ein bisschen zu featuren oder so. Also das könnte ich verstehen, wenn auch Romero den mitproduziert hat oder so. Ansonsten weiß ich nicht, also ich möchte jetzt nicht zu negativ mich äußern oder so, weil er ist jetzt auch nicht bahnbrechend schlecht oder so. Ich fand es einfach vom Schauspielerischen fand ich es nicht besonders gut und so. Das war habe ich aber auch jetzt nicht so riesen Erwartungen gehabt. Und ich fand es halt, für mich hat es irgendwie, also ich hatte vielleicht auch einfach, wie gesagt, das Original noch zu sehr im Kopf und von daher hat es für mich irgendwie nichts Neues gebracht. Ich fand die Effekte jetzt nicht wahnsinnig toll oder sehenswert und ich fand diese ganzen Dialogszenen zwischendurch meistens eher langatmig und ich war jetzt nicht so wahnsinnig begeistert von dieser Neuverfilmung. Ich habe auch überhaupt nichts gegen Tony Todd normalerweise, aber als Protagonist hat er jetzt für mich hier auch jetzt nicht den Film so wahnsinnig nochmal zusätzlich an Qualität verliehen. Das sehe ich nicht so. Ich fand den Film eigentlich sehr gelungen, muss ich sagen, weil man hier schon einen gewissen Thrill erzeugt hat, für mich zumindest. Ich fand ihn schon durchwegs spannend. Ich fand Tony Todd auch ziemlich cool in dieser Hauptrolle. Und generell muss ich sagen, der Film hatte schon durch, und ich finde, der Film hatte schon für sich gesehen schon durchaus eine gewisse Härte, weil man hier etwas rabiat, also man, der Film war vielleicht nicht extrem in seinen Gore-Szenen, aber er hatte zumindest bei den Ausschaltungen der Zombies eine gewisse Drastigkeit, finde ich. Deswegen kann ich vielleicht verstehen, dass man den Film damals sehr hart gesehen hat. Also ich fand das schon sehr rabiat gemacht, wie zum Beispiel Tony Todd diesen einen dann den Kopf zerballert oder so. Also das, ich fand, er hatte schon eine gewisse Härte und ich fand halt diese, es war vielleicht nicht so gelungen, wie das Original in Sachen Beklemmenheit, wenn die in dem Haus sind, weil hier dieses Paar, was dann, dieses Ehepaar mit der Tochter, das dann halt im Haus ist, die war ein bisschen nervig, fand ich, diese Schauspieler fand ich ein bisschen nervig. Ansonsten fand ich ihn, also ich meine, es ist halt ein B-Horrorfilm, es ist kein großer Horrorfilm, aber ich fand ihn eigentlich für das, was er war, schon gelungen. Und ich habe weitaus schlechtere Remakes schon gesehen, von daher fand ich den eigentlich
ganz solide. Ich fand nur das Ende halt wirklich blöd. Also im Original ist es ja so, dass halt der Farbige ja stirbt. Und hier ist es ja so, dass dann Tony Todd hat ihn ja gespielt, dann halt ein Zombie ist und weiß nicht, ich fand das Ende vielleicht auch, das hat man ja noch ein bisschen übernommen. So, dass im Original halt ist es doch so, dass er, von einem wütenden Mob gelyncht wird am Ende, oder nicht? Nee, gelyncht. Also die oder die verdächtigen, dass er irgendwie da der Zombie, dass er jetzt auch einer von denen ist. Auch oder so. Also das Ding ist, die stehen halt vor dem Haus und das Haus ist verbarrikadiert im Original. Und Tony Todd guckt durch einen Schlitz halt durch und wird dann erschossen. Genau, deswegen das meine ich. Die sehen halt nicht, ob er ein Mensch ist. Ob oder er ein Zombie ist, ja, genau. Das, genau, aber so habe ich es auch in Erinnerung, dass sie ihn als Mensch. Und hier ist es ja, dort ist halt, das sind so Zombies. Fand ich ein bisschen lame, das fand ich ein bisschen lame, aber ansonsten. Ich fand nicht nur das lame, ich fand auch ganz furchtbar, dass sie dann diesen Typen noch erschießt am Ende. Das dachte ich so, was soll das denn jetzt irgendwie? Ja, okay, da hast du recht. Da haben sie ihren Charakter so von. Also ich meine, ihr Charakter hat sich sowieso in dem Film öfter mal um 180 Grad gedreht. Am Anfang ist sie so die Jungfer im Nöten. Irgendwie erstmal eine halbe Stunde und dann ist sie auf einmal der Ober-Rambo, der als einziger checkt, was man machen muss oder so. Und dann am Ende ist sie genau das Gleiche, was sie an dem Typen scheiße fand. Irgendwie. Und dann denke ich mir so, yo, super Botschaft irgendwie. Also der einzige übrig bleibende Protagonist ist jetzt auch ein Arsch oder was? Super. Ja, ich glaube, mich hat an den Schauspielern oder an den Dialogen größtenteils gestört, dass die sich die ganze Zeit irgendwie immer nur angebrüllt haben, alle. Und das war so die einzige, in Anführungsstrichen, Emotion, die in dem Film gezeigt wurde. Das ist aber auch eine Extremsituation. Ja, aber trotzdem, das Brüllen wirkte auch nicht in irgendeiner Form, die haben auch nicht anders gebrüllt, dass es irgendwie jetzt verschiedene Emotionen hätte darstellen können oder so. Ich weiß nicht, ob sie nicht wussten, was ihr Charakter in dem Moment empfinden sollte oder so, aber ich fand es eigentlich anstrengend eher fand's auch total overacted, also und auch ich fand's auch nicht zeitgemäß, also es kam mir teilweise fast eher vor, als ob die denken, die spielen in einem 60er Film mit oder 50er Film, es war sehr theatralisch irgendwie teilweise. Ich denke mir so, das ist von 1990. Ich habe sehr viele 80er Filme gesehen, wo die Leute schon wesentlich natürlichere Art haben zu spielen, und ich fand die meisten Zombies Es ist schwierig, einen Zombie zu inszenieren, das gebe ich offen zu, aber trotzdem fand ich es auch ich habe es schon öfter besser gesehen, und ich fand es hier auch wirklich meistens eher albern, wenn ich die Zombies auf irgendwas habe zugehen sehen und so, und es hat für mich dann nicht unbedingt, es war für mich nicht unbedingt förderlich, sowas, was mein persönliches Empfinden von Beklemmung oder Bedrücken angeht. Ich fand, wie gesagt, auch die ganzen Leute relativ unsympathisch. Tony Todd ging noch einigermaßen. Die Frau ging zur Mitte hin auch. Aber ich fand auch die Freundin von diesem Typen ganz schlimm, die Blonde da irgendwie, die ganze Zeit immer nur Tommy, Tommy irgendwie und sonst nicht viel Text hatte. Du hast schon recht, es ist ein B-Movie und was will man erwarten, aber ich meine, mein Maßstab ist halt mein Maßstab, und ich kann ja sagen, das ist auch einfach nicht unbedingt mein Genre. Fans dieses Genres, da ist es bestimmt ein sehenswerter Film, aber ich finde es für mich jetzt nicht wahnsinnig irgendwie interessant oder super, sowas öfter zu gucken. Ab und zu geht das, aber ich fand jetzt, also für mich war das jetzt nicht irgendwie ein herausstechender Zombie-Film. Jan. Jo. Ich kenne das Original nicht, kann da also keine Vergleiche ziehen, habe keine Ahnung, wie das im Original gelaufen ist. Ich kenne andere Filme von Romero, und wenn ich mit denen vergleiche, sind die für mich auch die besseren Filme. Also Moment, der Film ist nicht von Romero, der ist von Tom Savini. Das Original ist von Romero. Ja. Romero hat ja hier auch mitgewirkt. Ja, aber das wäre jetzt frech, dann kannst du doch sagen, Hostel ist von Quentin Tarantino, weil er mitgewirkt hat, also schießt du. Na gut, auf jeden Fall beruht der auf dem Romero-Film. Und ich fand hier
Das Overacting, ja, das stimme ich teilweise zu. Vor allem fand ich auch spannend die eine Szene, wo die halt dann den Wagen voll tanken wollen. Wo die dann, fand ich super. Wo dann unser Farbiger runterfällt und die Schwester oder ne, die Freundin das überhaupt nicht checkt. Und dann hast du aber, als er das erste Mal das sagt, hast du einen Kamerablick in dieses Auto, wo sie dann in dem Moment so anfängt zu grinsen, als wäre genau das, was sie will. Und sie will mit dem Auto gerade einmal noch abhauen. Und dann soll sich herausstellen, dass sie zum Ende dann gar nicht mitbekommen hat, dass er das gesagt hat. Das finde ich ist ziemlich widersprüchlich in dieser Szene. Vielleicht hat sie auch gelogen. Vielleicht hat sie auch gelogen. Das kann auch gut sein, aber dafür ist sie mir dann doch zu freundlich und lieb und nett ihm entgegengefahren, nachdem sie selber eigentlich festgestellt hatte, er schafft das alleine. Was er eigentlich auch hätte müssen, weil der war da irgendwie keine 100 Meter mehr von dem Auto entfernt. Auf jeden Fall fand ich aber schön, wie dann die beiden abgetreten sind. Das war kurz, das war schmerzlos, das war einfach tschüss, wir brauchen euch nicht mehr. Das fand ich gut, weil das waren tatsächlich die beiden Charaktere, die mir am meisten auf die Nerven gegangen sind, vom Schauspielerischen her. Dann, ja, der werte Ehemann, den brauchte ich gar nicht in diesem Film. Der hätte für mich auch nicht wirklich irgendeinen Sinn. Seine Versuche halt, die Gruppe... Du meinst der also unbedingt im Keller bleiben wollte? Genau, hatte für mich so überhaupt keinen Sinn, dieser Charakter. Dann diese ganze Szene mit dem Fernseher, den er da angeblich klauen wollte, da habe ich auch nach dem Film hier gesessen und gedacht, wollte er den jetzt doch klauen oder wollte er den wirklich nur nach unten tragen? Das ging für mich auch auch im Zuge der Dialoge überhaupt nicht hervor und auch fand ich komplett daneben, dass der eigentlich ständig betrunken war, dieser Mensch. Hat für mich auch keinen Sinn ergeben. Also für mich hat in diesem Film ganz, ganz viel in sich gar keinen Sinn ergeben, aber trotzdem muss ich sagen, ich habe ihn geguckt, ich habe ihn auch ohne Unterbrechung geguckt und die Zeit ging auch relativ schnell vorbei. Also unterhalten hat er mich. Das hatte ich schon ein paar Mal bei so Filmen halt. Charaktere sind uninteressant, die Story mehr oder weniger ist ja bekannt, ne? Dann halt wie diese Leute sich da retten und das baut ja auch immer, jeder Zombie-Film baut auf der gleichen Story auf, oder fast jeder zumindest, und trotzdem hat er mich ganz gut unterhalten, das fand ich dann eben sehr überraschend, und ja, was zum Ende hin, ich fand's gut, dass sie ihn erschossen hat, aber es lag einfach daran, weil ich beide nicht sonderlich mochte und er mich halt einfach mehr gestört hat als sie. Und normalerweise darf ja eigentlich immer nur einer, maximal zwei, oder es überleben zwei, oder einer davon ist dann mit irgendwas infiziert oder sowas. So enden die Filme ja meistens. Es passte also in dieses Genre einfach auch rein, dieses Ende. Die 180-Grad-Wenden von, wie hieß sie, Barbara oder wie die hieß? Ja, überzogen, auch overacted. Gerade eben auch das, wo sie auf einmal das Gewehr in die Hand nimmt und plötzlich genau weiß und plötzlich perfekt mit diesem Gewehr schießen kann. Klingt jetzt von uns allen irgendwie so, oder zumindest von Björn und mir, muss man sagen, dass dieser Film äußerst schlecht gewesen ist, aber dem kann ich so eben nicht, und das kann ich so nicht unterzeichnen. Das ist ganz komisch bei diesem Film. Ich habe ihn gerne geguckt. Ist jetzt auch nicht unbedingt ein Film, wo ich sagen würde, ja, liebe Horror-Fangemeinde, schaut ihn euch unbedingt an. Also ich rede jetzt speziell halt von diesem Remake. Beim Original, also ich hatte vorhin mit meinem Vater, der ist auch großer Romero-Fan, ist auch damals halt einer von denen gewesen, die halt in diesem Zombie-Film mit meinem Onkel, also seinem Bruder gewesen ist und sich da halt vorher auch nochmal irgendwie eine Currywurst genehmigt hat oder dann halt mit Popcorn durch die Gegend geknackselt und sowas, gerade in Szenen, wo irgendwelche Knochen zerbrochen wurden und sowas. Also er hat sich damals mit seinem Bruder einen ordentlichen Spaß draus gemacht. Und auch er meinte, er fand das Original von, wann sagte die, ist das? 69 oder was? Kommt, glaube ich, hin, ja. Also irgendwas jedenfalls in den 60ern. Ich glaube 68, 69, irgendwie so. Den fand er auch damals sehr gut. Er hat halt damals alle Romero-Filme auch wirklich im Kino gesehen, als es hier auch noch möglich war. Und von dem Remake hatte er tatsächlich noch gar nichts gehört. Und auch, also er hat auch so ein Film-Lexikon von 96 oder so ist das. Also so ein Horrorfilm und Science-Fiction-Film-Lexikon. Auch da ist dieser Film irgendwie gar nicht drinne gewesen und da sind dann doch sehr, 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 sehr viele. Wahrscheinlich darf das auch gar nicht, oder? Gilt das als Werbung? Ich weiß nicht, Morbo, weißt du das? Ich weiß es gar nicht, also. Die Frage ist, seit wann ist der denn beschlagnahmt? Also ich hatte bei Wikipedia gesehen, dass das erst 2007 beschlagnahmt wurde, der Film. Aber dafür die erste Entscheidung, in den Film auf den Index zu setzen. Das hat gedauert. Und deswegen ja, kann es halt sein, dass er damals eben noch nicht beschlagnahmt war und deswegen hätte er da halt reingepasst, weil da halt auch unglaublich viele unfassbar schlechte Horrorfilme mit drin stehen. Vielleicht ging es da aber auch nur um die DVD-Veröffentlichung.
dass das irgendwie, Das kann auch dass das sein. dann das erste Mal rausgekommen ist oder so. Also wieder, mein Vater kannte den noch gar nicht und meinte aber auch, das kommt ans Original garantiert nicht so wirklich ran. Und so wie ihr das erzählt habt, denke ich mal, ist das auch ganz korrekt. Also storytechnisch, also sagen wir mal so, wenn du jetzt das Original direkt danach gucken würdest, würdest du dich beim Original vielleicht ein bisschen sogar langweilen, weil storytechnisch wirklich fast 1:1, bis auf wirklich diese Sachen, die am Ende, also am Ende haben sie wirklich viel geändert. Aber ansonsten ist es wirklich die Story und wahrscheinlich sogar die Dialoge gleichen sich sehr. Die Rolle von Tony Todd ist auch eine prominente Rolle im Originalfilm und wird auch von einem Schauspieler, der ähnlich aussieht, also nicht nur, weil er schwarz ist, aber der hat auch eine ähnliche Statur und so weiter, gespielt. Und das erkennst du auch dann wieder direkt. Die Szene am Anfang mit dem Friedhof ist auch fast 1:1, genauso wie im Original. Also von daher, der größte Unterschied ist für mich halt die Umsetzung. Im Original fand ich die Schauspieler besser und die glaubhafter zumindest irgendwie. Ich finde die Inszenierung im Original auch besser. Dadurch, dass es eben schwarz-weiß ist, wird noch mehr mit Licht und so weiter gearbeitet. Klar, die Zombies sehen nicht ganz so geil aus, weil teilweise die Leute einfach nur ein bisschen angemalt waren oder so. Die hatten halt kein Geld, um alle irgendwie mit großen irgendwelchen Gummimasken und so weiter auszustatten. Aber das ist, würde ich auch sagen, der einzige qualitative Mehrwert, den dieser Film vielleicht hat, wenn man jetzt großer Zombie-Fan ist. Ah, okay. Und ja, was ich vorhin auch eben schon sagte, halt, die Gewalt in diesem Film ist doch sehr, 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 sehr klein gehalten. Für einen Zombie, für einen Splatter-Film besser gesagt. Vor allem fand ich spannend, Netflix hat ja auch immer so Genre-Deklarierungen und die haben den als Horrorfilm, als drastischen Horrorfilm deklariert. Ich weiß nicht, ob Drastisch. sie das da reingeschrieben haben, eben wegen, weil da halt jemand festgestellt hat, oh, der darf in Deutschland gar nicht gezeigt werden, der ist da beschlagnahmt. Das könnte ich mir noch vorstellen, weil an diesem Film fand ich so gar nichts drastisch horrormäßig. Ja, die Situation ist halt drastisch, ne? Wenn da, sagen wir mal, deine Tante Barbara kommt zu euch zum Weihnachtsessen Genau. und Und erzählt. dann läuft die Hanne mal hinter ihr hinterher. They're coming to get you, Barbara. Und dann sagt sie, du, mir ist was ganz schön, mir ist was passiert, und dann sagst du, das ist ganz schön drastisch, was du da erzählst. Ne, und was ich noch ganz lustig fand, noch so als Nebeninfo zu dem Film auch, ich habe mir auch bei Wikipedia bei diesem Film tatsächlich mal den ganzen Artikel durchgelesen, und dass der Regisseur, ich habe gerade den Namen jetzt, Tom Savini. Savini habe ich noch richtig gemerkt. Tommy! Der Tommy! legendenhafte Tom. Einmal waren da wohl zwei oder drei Zombies, die da aufgetreten sind, die halt auch ein bisschen größer präsentiert wurden, die so gar nicht geplant waren. Das war einmal der Autopsie-Zombie ganz am Anfang, der ja auf dem Friedhof gewesen und da halt sein halbes Hemd verloren hat. Der war gar nicht geplant. Und der Zombie von dem McGroot, das soll wohl auch ein nicht geplanter gewesen sein. Das war wohl irgendwie der Bratwurst-Imbiss-Inhaber von dem Imbiss, an dem Savini besonders gerne irgendwie seine Wurst gegessen hat. Und er hat ihm halt irgendwann einfach mal gesagt, ja, du würdest perfekt für eine Zombie-Rolle funktionieren. Und da hat dieser Imbissinhaber einfach gesagt, alles klar, ich mach mit. Das fand ich doch schon relativ lustig, dass wohl auch hier so ein paar Szenen, die auch ein bisschen anders waren zum Original, dass die halt tatsächlich auch einfach nur aus irgendeiner Situation heraus improvisiert worden sind. Fand ich auch ganz gut. Ach, jetzt weiß ich auch endlich, wer Tom. Jetzt habe ich auch endlich ein Gesicht dazu. Das ist Sex Machine aus From Dusk Till Dawn. Natürlich. Nicht nur das, aber er war ja auch Ja, bei er Dawn of war the auch bei Dead From und Dawn of the Dead war er auch dabei, aber da hat er jetzt nicht so die prominente Sprechrolle. Da hätte ich ihn jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt. was? Er war der Anführer der Rocker Er war natürlich. der Anführer der Rocker, aber er Das ist hat. aber so. Er hat schon eine Hallo und erstens, ich meine, die Splatter-Szene, Ich die sag seine mal die so, Därme ich hätte ihn. rausgerissen werden, ist eine legendäre Tom Savini. Ja, ist Wenn ja es den mal nicht gut. gegeben hätte, gäbe es heutzutage so viele Ich habe ihn aber Effekte aus. nicht. Er ist eine Legende. Ich habe ihn in Dawn of the Dead aber auch nur erkannt, weil ich ihn schon kannte. Sonst, also es wäre nicht gewesen, wenn ich, sagen wir mal, ich wäre jetzt 50 oder so und ich hätte damals als kleiner Bub irgendwie Zombie gesehen, dann hätte ich nicht bei From Dusk Till Dawn gesagt, Mensch, das ist doch der Rocker-Typ. Ich schon. Ja, du hättest den Film aber bis dahin auch bestimmt 5, 6 Mal geguckt. Fakt ist, Tom Savini ist einfach eine Legende. Ja, Ist so. wobei aber eher als Persönlichkeit als Regisseur, glaube ich. Also der Ja, spielt ich ja als auch so, Regisseur was sie nicht. sagte, so Nicht als Regisseur, maskenbildnerisch weil und eben so. als Maskenbildner. Er hat Ja, halt all ja. die großen Horrorfilme, hat er die meisten
Effekte dafür gemacht. Und also Quentin Tarantino ist großer Fan, sonst hätte er ihn auch nicht, glaube ich, öfter mal in seinen Sachen da mit reingenommen. Legendär. Dawn of the Dead hat er gemacht, natürlich. Dann Freitag der 13. Teil 4 hat er legendäre Splatter-Effekte hat er gemacht. Das ist The Man. Day of the Dead. Alle, Mann! Savini! Ich So, sag ja. mal, Tom Savini, super Maskentyp, nicht so guter Regisseur. Er hat ja auch nicht viele Filme gemacht. Also regisseurmäßig. Also ich finde, abzuschließen, das Ding hat ja eine Wertung von 6,9 bei der IMDb und hat generell auch recht solide Bewertung für einen Horrorfilm. Und ich glaube, irgendwo habe ich gesagt, jemand geschrieben bei Rotten Tomatoes, as far as unnecessary remakes go, this one isn't bad. Und das ist genau meine Meinung zu diesem Film. Also da habe ich wirklich Filme gesehen, Remakes, die mich echt angepisst haben. Ja, also klar, gerade bei Und Remakes ist ja auch die ich finde, dass das Fallhöhe. Ding eigentlich, ich war eigentlich eher angenehm. Ich hätte Schlimmeres erwartet und ich war eigentlich positiv überrascht, dachte, yo, kann man sich angucken. Und auch wenn es natürlich kein Vergleich ist zum Original, weil Night of the Living Dead ist schon ein toller Film. Ist auch heutzutage noch, finde Also ich. ich sag mal so, wenn ich ein riesen Zombie-Film-Fan wäre, wäre Night of the Living Dead das Original wahrscheinlich bei mir mindestens ein Ich weiß. 9-Punkte-Film. Und der hier wäre bestenfalls ein 7-8-Punkte-Film. Und ich bin halt kein absoluter Zombie-Film, deswegen Ich ist. weiß halt, also ich weiß gar nicht mehr, wie ich das Dawn of the Dead Remake, ich weiß gar nicht mehr, das fand ich so Den okay, glaube ich, fand damals. ich super. Also bei Dawn of the Dead, das ist auch einer, wo ich beide gesehen habe, und da fand ich das Original auch von der Art her ein gutes Stück stärker. War ja auch der Kaufhaus-Zombie sozusagen, ne? Ja. Ja. Ich fand das Remake tatsächlich sogar besser, glaube ich, obwohl ich habe beide noch nie in einem Boah. kurzen Zeitraum hintereinander gesehen. Ja, bla, ich bin nicht so der Kultfetischist und ich habe das Original auch erst nach dem Remake geguckt. Tatsache muss ich aber sagen, das Remake von Dawn of the Dead ist auch wirklich echt nicht schlecht. Muss man wirklich sagen. Das war Einer der wirklich. wenigen Zack Snyder-Filme, der gut ist. Das war wirklich auch mal ein Remake, was gut war. Da gebe ich Zack dir recht. Snyder Das hat ja ist gerade in den letzten Jahren extrem viel Scheiße abgeliefert. Also, ich weiß nicht, aber es ist ob. nicht das Original. Es ist nicht das Original. Nee, aber er hat auch Originalfilme gemacht, die scheiße sind. Ja, aber. Wie ist noch dieser Lollipop Chainsaw-Filmverschnitt? Wie hieß noch die Scheiße mit den Mädchen? Ist mir egal, aber Fakt ist eins, es ist halt nicht das Original Dawn of the Dead. Ich guck jetzt, ich muss jetzt noch ein bisschen über Zack Das Snyder Remake reden. Dawn of the Dead war halt ein solider Horrorfilm, aber Sucker Punch! das Original hat einfach viel mehr Tiefe. Sucker Punch, so ein Mistfilm. Ja, Thumbs Down für die Scheiße, aber kein Thumbs Down für das Watchmen war Remake. auch Und, ganz gut übrigens von ihm. guckt es euch noch an, wenn ihr Bock habt, weil noch kann man es gucken. Wahrscheinlich Genau. wird man es für immer gucken können, weil es checkt einfach keiner. Und also ich gehe mal fast davon aus, dass in unserer Hörerschaft einige sind, die sowas geil finden, weil wir reden ja relativ häufig über Nee, irgendwelche Sachen. ich rufe jetzt bei den Bullen an, das geht nicht. Der Moro wieder, alte Petze. Ja, ich gehe jetzt pitt. Die alte Petze. Gibt's sonst noch was? Habt ihr was gesehen? Freut ihr euch auf irgendwas, was Ist jetzt. das eine ernst gemeinte Frage? Hast du mein Facebook-Profil gesehen die letzten 2 Wochen? Okay, über Janis was Apeshit davon drückt jetzt, jetzt besonders? Du kannst auch eine Liste von 30 Filmen jetzt Ruhe jetzt, Jan und ich reden jetzt bei Castlevania. Ja, Jawohl. das ist das Ach so, wollt ihr Wichtigste. das spoilern? Dann machen wir eine extra Sendung darüber. Nein, wir machen das. Für Ach vier komm, Folgen brauchen wir keine Spoil-Sendung mehr. Das brauchen wir wirklich nicht. das sagen die Nein. Hörer aber anders. Wir reden jetzt kurz über Castlevania. Und eigentlich reden wir erstmal darüber, dass wir jetzt beide sad sind, dass wir jetzt ein Jahr warten müssen. Das geht mir so auf die Nerven. Aber ich wusste das ja nicht und ich gehe halt an dem Tag online und dann denke ich, oh geil, Castlevania. Und dann gucke ich dann, was, 4 Folgen? 4 Folgen? 20 Minuten pro Folge? What the fuck? Das ist Also das insgesamt war noch nicht mal so mein erst. lang wie das Remake von Night of the Living Dead. Ne, also für mich war das im ersten Moment positiv, weil damit wusste ich, ich kann das Ding an einem Stück durchgucken. Gut, ich habe es in 3 Etappen, glaube ich, geguckt, weil ich das Castlevania habe ich vor der Arbeit immer mal eine Folge geguckt. Das war dann halt ersten Tag, habe ich mir gesagt, okay, du guckst jetzt 2 Folgen an, habe ich eine Stunde später halt im Büro angefangen. Zweiten Tag habe ich mir eine Folge vorher angeguckt, dritten Tag eine Folge vorher, so habe ich wenigstens 3 Tage damit rumgekriegt. Ist es denn Aber dem Arbeitseifer zuträglich? Hat dich das positiv beeinflusst? es hat mich insofern positiv beeinflusst, dass ich jetzt vor der Arbeit Sinbad, die Abenteuer des Sinbad, gucke. Das Also alte, die ich. alte Serie, da die Nein, Sinbad. nein, nein, die Anime-Serie, also aus dem Magi-Universum. Keine Ahnung. Ich dachte, das war damals auch eine Anime-Serie. Ist ja auch Ja, egal. In das 80ern. weiß ich nicht, ob es da auch eine gab, aber auf jeden Fall ist das eine neue Serie von 2015 Achso, oder nee, dann ist 16. das nicht. Also Castlevania,
habe ich mich schon drauf gefreut. Ist vielleicht ein bisschen anders, als ich erwartet habe, weil ich habe die Spiele ja auch gespielt und ich hatte auch nicht mal die Story so ganz im Kopf oder so, aber für mich war das halt so, dass ich, es war halt wie so eine lange Exposition für eine Serie, die mal kommt. Also es ist wie so ein langer Teaser-Film eigentlich, was da passiert. Die werden die ganzen, die wird die, das Grundszenario erklärt und wer die Charaktere sind und dann ist die Serie eigentlich, gerade wenn die Serie in die Puschen kommt, ist Schluss. Und das ist halt eigentlich, das ist eigentlich sehr schade drum. Aber grundsätzlich fand ich diese 4 Folgen echt gut. Also ich fand die Idee cool, ich fand die Art, wie die da, also wie die Stimmen, die Darsteller, wie das ist ja auch sehr, gar nicht so ernst genommen, also ernst, sondern das ist Ja, halt auch das hat so. mich auch überrascht. Also ich bin ja eigentlich einer, der sagt immer, wenn dieser umgangssprachliche Humor irgendwo in so neuen Sachen drin ist, gerade so mit älteren Themen, kann ich normalerweise nicht so viel mit anfangen. Aber hier finde ich das tatsächlich unglaublich gut gelungen und es passt da unglaublich gut rein. Da bin ich echt, echt sehr, sehr zufrieden mit. Absolut. Also ich war auch positiv überrascht und wie gesagt, es ist einfach nur eine Schande, dass wir jetzt wirklich ein Jahr auf die nächsten Folgen. Es wären zwar dann 8 Folgen, aber das ist wirklich traurig. Also da kann ich die, weißt du, jede scheiß Serie wird da mit 10 Folgen oder so rausgeballert und Castlevania, ja, machen wir 4. Ja, Verstehe ich was ich, nicht. genau, jetzt einmal kurz eine Spoil-Geschichte zu Castlevania, oder egal, wenn wir da jetzt spoilen, spoilen wir eh sowieso. Achtung, Spoilerwarnung. Am Anfang war doch, als dann hier dieses eine Jahr rum war und dann halt diese Dämonen und sowas alle aufgekreuzt sind. Du erinnerst dich noch an die Szene, wo halt da die Fenster aufgegangen sind und die aus den Fenstern kamen? Gerade so, ja, was denn damit? Kann das sein, dass das eine mehr oder weniger 1:1-Szene aus dem Gameboy-Spiel war? Als ich diese Szene gesehen habe, habe ich halt Scheiße, das ist Castlevania, wie es lebt und lebt, wo diese Dinger halt aus diesen Fenstern kommen und die halt vorher erstmal aufdrücken, die Fensterläden. Das kann sein, ja. Es ist auch zu lange her, dass ich das gespielt habe. Ja, Aber das es war war ein auch tolles hier da. Spiel. Ja, war's. Und es war aber tatsächlich, da habe ich mich wirklich so gedacht, ah, Moment, das kennst du von irgendeinem der Spiele und das müsste das erste gewesen sein, das ich gespielt habe. Also war schon richtig, richtig herrlich. Jetzt hier knallharter Journalismus. Videospielverfilmung ist ja so eine Sache. Wie würdet ihr das einordnen? Castlevania in der Reihe der Videospielverfilmungen, Verserierungen. Gibt's ja Mengen. Ich kenne nicht viel Gute. Deswegen, wenn ihr sagt, es ist gut, dann ist ja Castlevania auf jeden Ich Fall habe, weit glaube oben. ich, nichts groß gesehen, von daher musst du sie anbeantworten. Also ich würde sagen, ja, ich kenne einige Spieleverfilmungen, ich kenne auch einige Spiele, wie du schon gesagt hast, Verserieungen, ne? Castlevania spielt da ganz oben mit bei mir. Also es gibt wenig, wo ich wirklich Besser sage, als das Uwe ist Boll. richtig gut. Besser als was? Uwe Boll, der hat diverse Stimmt, Verfilmungen. Wer ist ja, Uwe verantwortlich. Boll? Kenne ich nicht. Du kennst Ja. Uwe Boll nicht. Kenne ich nicht. Es ist Dr. Das, Uwe, hallo, das. es ist Dr. Uwe Boll. Er hat immer einen Doktortitel in Literatur, ja. Ja, aber ich finde das sehr schön. Also, jemanden noch mal kennenzulernen, der so jungfräulich ist, dass er Uwe Boll noch nicht kennt. Ich kenne ihn jetzt Dein im Leben Moment, ist kenne noch. ich ihn einfach nicht. Dein Nein, ich Leben. habe ja schon was von dem gesehen und ich habe ja auch schon ein bisschen was von euch mitbekommen. Und nein, 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 ich kenne Uwe Boll nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, was der macht. Ich glaube, wenn es wirklich noch Menschen gibt, die nicht Uwe Boll kennen, die muss man schützen davor, dass sie Ja, den nie ja. kennenlernen. Nein, das Problem ist, ja, ich kenne ihn ja eigentlich. Ich verweigere gerade Ist nur doch das gut, ist doch Akzeptieren, gut. dass Das, ich ihn kenne. dann wollen wir dir dabei helfen, ihn aus deinem Leben zu verdrängen. Das ist jetzt wie Nee, aber bei. jetzt mal ernsthaft, Castlevania geht, also ist echt eine gute Netflix-Produktion. Also da bitte, da muss mehr kommen. Auf jeden Fall besser bestimmt als die Resident Evil Filme. Ja, komm, ey, sorry, da brauchen wir jetzt nicht Jan, drüber besser reden. als die Resident Evil Filme? Da ich mit den Resident Evil Filmen nur an manchen Tagen was anfangen kann, wenn ich abends tierische Ach tote so. Langeweile habe. Ja, dann ist es auf jeden Fall besser, wenn du mit Castlevania jeden Tag was anfangen kannst. Sehr gut. Definitiv wesentlich besser. Sehr gut. Das freut mich. Das ist doch schön für alle Fans da draußen. Und ich weiß, es gibt noch mehr. Ihr seid sicher nicht die Einzigen. Es gibt viele Castlevania-Fans da draußen und auch viele Anime-Fans. Und wenn man beides ist, dann hat man doppelt gewonnen wahrscheinlich bei dieser Serie. Wie ist die Animation? Wie hat euch das gefallen? Sehr gut. Also ich finde die Ja. jetzt nicht übertrieben digital, was ich von vielen aktuellen Animes so mitbekommen habe. Man sieht, dass da durchaus auch noch in bestimmten Szenen jemand hinter saß, der einen Stift geschwungen hat und nicht nur am PC irgendwelche Knöpfe gedrückt. Finde ich gut gelungen. Okay, rundum gelungen. Das ist das Fazit unserer Expertenrunde. Sonst noch irgendwas Großes, Wichtiges in letzter Zeit bei euch gewesen?
Also zu den großen Wichtigen, was ich gesehen habe, sage ich jetzt mal nur einen Satz. Wenn irgendeiner unserer Zuhörer über irgendeinen, scheißegal welchen, Scooby-Doo-Film etwas hören will, bitte sagt es mir direkt. Ich habe jetzt schätzungsweise übernächste Woche sämtliche Scooby-Doo-Filme durch, die bisher herausgekommen sind. Hier, der Hauptdarsteller von den, hast du auch die Realverfilmung gesehen? Ja, alle vier. Okay, der Hauptdarsteller auf jeden Fall der ersten beiden. Ich weiß nicht, ob die Besetzung in allen dann auch gleich geblieben ist, aber der Hauptdarsteller in den ersten beiden. Ist sie nicht, weil die werden jünger, die Charaktere. Das wandert in die Vergangenheit. Ja, aber die ersten beiden sind, glaube ich, die gleichen Das sind die Darsteller. gleichen, ja. Ja, und der Shaggy-Darsteller, der spielt jetzt in der neuen Twin Peaks-Staffel mit. Da kannst du dich drauf freuen. Ah, sehr schön. Ja. Mir ist er eher aus Scream noch irgendwie bekannt gewesen, Ja, aber. Scream habe ich, glaube ich, insgesamt vielleicht 20 Minuten mal von gesehen. Siehst du, aber eben, als ich, weil ich großer Scream-Fan eben auch bin, ist mir dann direkt bei Scooby damals aufgefallen. Ich habe die Filme, glaube ich, nie ganz gesehen, aber dass er halt der Hauptdarsteller war, der menschliche. Ja, weißt du, wenn man im Büro nichts zu tun hat, dann guckt man sich halt am Tag mal vier Scooby-Doo-Filme an. Na sicher, hast du auch den WWE Scooby-Doo-Film Nein, gesehen? denn das ist auch einer von zweien, die ich noch gar nicht bei mir hier Den habe rumliegen ich habe. gesehen. Also einmal der und dann gibt es noch so einen Lego-Scooby-Doo-Film. Das sind so die beiden, die habe ich Okay. tatsächlich nicht mal hier. Aber alle anderen habe ich, glaube ich, so ziemlich hier. Was, die WWE hat einen Scooby-Doo-Film gemacht? WWE hat Ja. auch einen Jetsons oder irgendwas. Die holen sich wohl irgendwelche, oder ich weiß nicht, ob die kaufen oder ob die mit denen irgendwie einen Deal machen. Irgendwelche Zeichentricklizenzen, wo man nicht für blechen muss oder so. Also Scooby-Doo gab es auf jeden Fall und es gab auch irgendeinen Jetsons-Film mit denen. Ich glaube auch Flintstones vielleicht mal oder so. Also irgendwie diese Hanna-Barbera-Geschichten, die sind wohl relativ günstig oder was weiß ich. Vielleicht gibt es auch die Schlümpfe obwohl die Schlümpfe ist, glaube ich, ist das nicht eine Schlümpfe kanadische? gibt's nicht mit WWE, Ist das das würde ich wissen. Von denen kenne ist ich nicht auch die alles. Schlümpfe ursprünglich eine kanadische Marke? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Es war auf jeden Fall, glaube ich, eine amerikanisch-kanadische Koproduktion oder so, irgendwie was Also mit Französisch. ursprünglich sind die Schlümpfe belgisch. Ja, oder, aber das waren die Comics dann, glaube ich, ne? Ich glaube, die Serie war direkt irgendwie eine Koproduktion von irgendwas. Ist ja auch egal. Jedenfalls, ja, Scooby-Doo, wie gesagt, den WWE-Scooby-Doo-Film habe ich gesehen. Der war auch nicht so gut. Aber Ich habe nicht gesagt, dass ich irgendeine Scooby-Doo-Filme bisher wirklich gut finde. Also ja, gibt es um die zwei, die alte kann man Serie ganz war gut aber gucken. schön. Also eine der früheren Serien. Es gibt ja tausende Ja, die mittlerweile Serien dann. habe ich sowieso auch fast alle hier, aber aktuell gucke ich halt die Filme. Ich habe ja sogar die Serie hier, die aus 16 Filmen besteht. Okay. Ja, Also Scooby-Doo kann ich tatsächlich, wenn irgendwann in den nächsten paar Monaten, habe ich, glaube ich, alles gesehen, was es dazu gibt. irgendwas Aktuelleres, was irgendwie in den letzten paar Jahren im Kino war, vielleicht noch gesehen oder so? Nö. Ich hier. Ja. Ich war im Kino, bei uns mir angeschaut, den Film In Zeiten des abnehmenden Lichts, mit unter anderem Bruno Ganz, deutscher Film, spielt kurz vor dem Mauerfall. Das Plakat ist Ist ganz halt, cool. das Plakat ist sehr cool, ja. Ich finde Ist auch den halt Trailer nicht schlecht. ein Film, der mich an sich schon immer interessiert, weil es halt um DDR-Vergangenheit, Stasi-Zeit geht und ich bin ja Kind der DDR. Und ich dachte mir, umsonst gehe ich mal rein, weil war lieber unser Film. Ich fand den Film eigentlich ganz solide. Es hat auf jeden Fall, ich kenne die alle nicht vom Namen, aber hat wirklich ich sag mal, die Creme der guten deutschen Schauspieler drin. Also da wird wirklich alles aufgefahren. Film selber ist aber extrem spröde. Also der Trailer verspricht vielleicht einen sehr humorvollen Film und er hat gewisse Szenen, die humorvoll sind, aber das ist ein sehr spröder Humor und der Film ist auch sehr langsam und sehr, kommt nicht so ganz in die Puschen. Von daher, es war so eine Sache. Also ich fand den Film interessant, aber da darf man jetzt irgendwie nicht so eine Komödie oder so erwarten. Ne? Bist du Finde Bruno ich. Ganz-Fan? Also magst du denn Bruno Ganz sonst immer ganz Bruno, gerne, oder? Bruno Ganz sehe ich eigentlich schon ganz gern, ja. Und der Okay. war auch hier in dieser Rolle total gut. Also, er Also ist schon sagst ein du, für guter. Bruno Ganz-Fans ist schon sehenswert. Ja, also der ist schon. Also, der Film ist schon wirklich nicht schlecht, so, den kann man sich schon angucken. Aber wie gesagt, der hat halt wirklich. Er ist halt sehr spröde, so. Das hat mich. Er hat durchaus auch die eine oder andere Länge drin. Aber so. Also, nach dem Sehen war ich so, naja. Aber so mit ein bisschen Abstand ist da auch schon sehr viel Interessantes. Da ist auch viel Tiefgang drin. Also, ich habe das Buch nicht gelesen. Das Buch soll ja wohl sehr gut sein. Aber prinzipiell, ja, es war schon sicherlich ein. Einer der guten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, sag ich mal. Also Thumbs schräg nach oben. Daumen, Daumen, Ja, Daumen doch, schräg doch. hoch. Muss man halt offen sein für langsamere Filme auf jeden Fall. Und für deutsche Filme und für Bruno Ganz.
Und für DDR-Thematik. Und für DDR-Thematik. Oh, das sind gleich vier Sachen. Also äußerst toleranter Film. Ich habe bis heute nicht Gut bei Lenin gesehen. Ei, ei, ei. Gut bei Lenin musste ich damals in der Schule sehen. In einem Schulprojekt. Das war einer von glaube ich, schon zwei oder drei DDR-Filmen, die wir gesehen haben. Anyway, dann noch was anderes. Die Doku-Serie, und es geht um Football, All or Nothing Season 2 ist nämlich jetzt mit? Bei Amazon mit den Los Angeles Rams. Ich habe es auch heute... war die Saison auf jeden Fall nicht. Nee, die Saison ist nie yeah. Also wenn ich nur danach gehen würde, dann wäre ich ja Modefan. Nein, die Rams sind mein Team. Ich hoffe ja, dass die noch mindestens ein Jahr in Los Angeles bleiben. Ich habe ja die Befürchtung, dass die sehr schnell wieder leider abreisen. Anyway, ich habe es mir angeschaut, da ich bin schon fertig. Ich habe vorhin die letzte Folge geguckt. Und ich fand ja auch schon die erste Season ziemlich cool mit den Cardinals. Ich war ja mal großer Football-Fan. Ich bin eigentlich nicht mehr wirklich im Football drin. Finde aber diese Art, wie diese Serie gemacht ist, wirklich sehr spannend. Man muss natürlich aber auch wirklich auch eine Affinität für Football haben, sonst macht die Serie keinen Spaß. Aber ist das von NFL-Films auch? Ja, natürlich. Oh, geil. Und einfach es ist einfach sehr cool gemacht wieder. Man ist halt wirklich eine Saison dabei. Man sieht die Höhen und Tiefen. Gut, bei den Cardinals gab es Höhen und Tiefen. Bei den Rams gibt es verschiedene hohe Tiefen. Gab es eigentlich nur Tiefen. Was aber auch wirklich interessant ist, was da halt auch passiert innerhalb des Teams. Und ach ja, die haben ja einen neuen Headcoach jetzt, ne? Das fände ich dann, glaube ich, auch ganz interessant. Ist das da, wann haben die das denn gedreht? Haben die das jetzt in der... Bis nach dem Draft sogar. Das geht richtig weit. Geht okay, dieses Mal. Cool. Das ist ja relativ aktuell dann. Es ist auch sehr aktuell. Und es ist wirklich wieder auch sehr gelungen. Und natürlich hat es auch wieder unfassbar bombastische Bilder, weil NFL Productions ist halt wirklich die Creme de la Creme. Dann hast du wieder John. Ja, also Hamm, da kann sich jeder, der Sportproduktionen irgendwie mal machen möchte, der kann sich eine Scheibe abschneiden, was NFL-Film natürlich, bei NFL-Films. Das ist fantastisch. Dann hast du auch noch John Hamm, der das Ganze ja immer erzählt. Der ist ja der Narrator. Das ist schon ziemlich groß. Also ich glaube, Sky hat das mal versucht. Die haben mal damals den TSV 68 München, der jetzt in der vierten Liga spielt, mal, als sie noch in der zweiten waren, ein Jahr begleitet. Das fand ich auch schon echt ganz gut gemacht. Aber das ist natürlich kein Vergleich, weil NFL Production ist wirklich unfassbar, wie gut diese Leute sind in Sachen. Ja, Football ist ja auch, wenn du das mit amerikanischem Football, mit deutschem Fußball vergleichst, da kommt der deutsche Fußball ja, egal wie groß der zu landen ist, überhaupt nicht ran. Ich weiß auch nicht, wie lange die das jetzt schon machen. NFL-Film gibt, glaube ich, 30 Jahre oder so. Ach so, die gibt's auch schon, die haben also auch schon Erfahrung. Ja, die haben erstens riesen Erfahrung, aber Football ist natürlich auch so ein Sport, der hat sicherlich, der hat ja einzelne Punkte, die dann so what the fuck sind, und Fußball ist ja eher so ein Spiel, was man so im Ganzen hat, auch wenn es natürlich Tore gibt. Ja, es ist halt ein Highlight, also wenn du ein kurzes Highlight-Video von irgendwas machen willst, ist es bei Football auf jeden Fall wesentlich einfacher, irgendwelche natürlich spektakulären Sachen zu finden, als bei Fußball. Anyway, das Positive ist aber, jetzt dachte ich, mein Gott, jetzt bin ich sad, jetzt habe ich die Scheiße schon fertig geguckt. Was mache ich jetzt? Und dann habe ich gerade zufällig gesehen, ja, es gibt auf jeden Fall eine höhere Macht, die sich wirklich nach meinen Schauabständen, also es gibt auf jeden Fall jemanden, der wirklich immer dann denkt, dass ich wieder was Neues gucken muss. Deswegen habe ich nämlich zufällig gesehen, dass am nächste Woche Freitag auf Netflix wiederum auch Football gehen wird, nämlich es gibt die zweite Staffel von Last Chance U. Ja. Und Last Chance U fand ich großartig, die erste Staffel. Ich fand Last Chance U sogar noch besser als All or Nothing, weil da ging es ja um dieses Community College, was im Prinzip so ein, sagen wir mal, so ein College auf dem Absteckler. Es sind halt Sportler und Footballspieler, die halt, sagen wir mal, nicht gerade die leistungsstärksten und auch... also ein bisschen mal, wie die Rams. Nee, es ging nicht, das ging nicht aus. Die sind halt auch so, sagen wir mal, vielleicht jetzt, die kommen eher aus, teils aus sozialen Schwierigkeiten. Aus sozialen Brennpunkten und so, ja, okay. Brennpunkten und haben nicht so den Elan dafür. Und das ist halt so ein Community College, was sozusagen die auffängt und für die größeren Colleges dann bereit macht. Und ich fand die erste Staffel richtig gut und ich freue mich total, dass am nächsten Woche Freitag schon die nächste Staffel kommen wird, die ich mir auch sehr gerne anschauen werde. Da sind wir heiß. Ich da muss bin ich auf jeden Fall. Das muss ich noch alles nachholen. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Also ich denke mal, wenn ich dann erstmal drin bin, dann gucke ich die ganze Scheiße auch so weg. Die erste Staffel von All or Nothing ist auch noch bei Amazon, ne? Natürlich. Ja, sicher, gut. Okay, also ist eine Eigenproduktion? Bei der Amazon? Es ist eine Amazon-NFL-Produktion. Okay, dann ist gut. Ja, dann bleibt das ja wahrscheinlich auch noch länger. Ja, ich habe ja immer das Problem, dass die Sachen, die ich geil finde, dann irgendwie erstmal weg sind oder dann ist nur noch die erste Staffel oder was. Das ist es so. Ja, dann ist natürlich Twin Peaks. Heute Abend kommt die neueste Folge. Ja, gucke ich mir an. Du musstest 2 Wochen warten letztes Mal. Das war ganz bitter nach der achten Folge. Ja.
Whatever, ich guck's halt weiter, es ist halt Twin Peaks. Ich find's cool. Ich muss sagen, ich find's cool. Also ich bin, also ich kann die Kritiken verstehen, so. Es ist anders, es ist auf jeden Fall anders, aber ich glaube, für Leute, die wirklich David Lynch mögen und die einfach mal was sehen wollen, was vielleicht anders ist als Serien, die man so kennt, es ist auf jeden Fall anders. Nein. Es ist Auf nicht jeden anders. Fall, ach, was heißt anders? Es ist halt David Lynch halt. Und es Ja, ist nein, halt, ich meine ja, es ich ist bin anders auch als nicht mehr andere da, Serien. ich meine, da ist noch sehr viel esoterischen Krams drin und David ist leider da sehr abgedriftet. Das ist doch sehr interessant. Also vor Jahren hat er mal so einen Vortrag in Berlin mitgemacht von so einer ESO-Gruppe, die auch sehr in Verschwörungstheorien drin sind. Also David ist gerade auch ein bisschen auf so einem weirden Path, wie man so schön sagt. Das Deswegen ist mag ich halt trotzdem David Twin Lynch. Peaks. David Lynch meine ich. Anyway, dann noch ganz kurz, Preacher Staffel 2 gucke ich gerade auf Amazon. Finde ich eigentlich ganz cool, weil die erste Staffel war eher so eine lange Exposition, jetzt geht es halt ins Eingemachte. Und ich finde, Preacher ist definitiv eine Serie, die schon einen gewissen Alleinstellungsmerkmal hat, weil sie einfach völlig abstrus, also völlig out of nowhere mal so Sachen rausfindet, what the fuck. Also sie ist sehr brutal eigentlich und hat einfach coole Darsteller. Also Preacher, wer was wirklich Ausgefallenes sehen will, sollte sich Preacher anschauen. Also ich meine, Ich habe vor. Mittlerweile ist jetzt so, hat er jetzt auch Adolf Hitler eine Rolle in dieser Serie. Also da geht einiges bei Preacher. Ich habe vor einem Jahr oder so mal ein Interview gehört mit Seth Rogen und der produziert ja Preacher und da hat er erzählt, dass er schon seit Jahren, ich weiß nicht, seit 5, 6 oder 10 Jahren oder so mit diesem Projekt irgendwie rumgegangen ist und keiner das mitfinanzieren wollte und so. Also der hat echt lange, lange gebraucht, bis er. Das ist wirklich ein Herzensprojekt von ihm. Und ich finde, man merkt das auch eigentlich schon, wenn man Preacher mal guckt, dass wenn Seth, also man merkt nicht, dass Seth Rogen das unbedingt produziert, weil der ist ja eher doch für ein bisschen andere Art von Humor bekannt. Aber wenn er das mitproduziert, dann muss er das schon sehr geil finden. Der ist wohl ein Riesenfan auch von dem Comics und war wirklich ein ganz langes Herzblutprojekt von ihm. Und alleine deswegen freut es mich schon, dass die Serie wohl ganz erfolgreich ist bisher. Und ich habe noch nicht besonders weit geguckt, wie gesagt. Ich habe, glaube ich, die ersten 1,5 Folgen oder so nur geguckt, der ersten Staffel. Ist auch nicht so 100% meins, aber ich finde es auf jeden Fall positiv und unterstützenswert und kann da jedem nur sagen, das macht er gut, wenn er diese Serie unterstützt. Ich glaube, das sind Leute, die haben das auch verdient, die stehen dahinter und die machen das nicht irgendwie hauptsächlich nur irgendwie, weil sie meinen, da gibt's jetzt Quoten oder so, sondern die finden das Projekt wirklich gut. Und sowas finde ich immer ganz nett eigentlich, auch wenn ich selber nicht hundertprozentig der Riesenfan bin. Ich habe jetzt ein bisschen weitergeguckt, The People vs. O.J., American Crime Story. Und das hatte ich ja, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so schon mal erwähnt. Da hatte ich die erste Staffel, ich habe genau die erste Hälfte der Staffel geguckt und jetzt habe ich mit der zweiten Hälfte, mache ich mit der zweiten Hälfte weiter. Ich finde es auf jeden Fall schon mal cool, so jemanden wie Cuba Gooding Jr. mal wieder in einer relativ ernsten und guten Rolle zu sehen, weil ich The finde, Truth. ja, ich finde wirklich, Cuba Gooding Jr. ist ein super Schauspieler und ist halt wirklich in den letzten 10, 15 Jahren so ein bisschen in diese B-Movie-Comedy-Scheiße und so abgedriftet, so Snow Dogs und so ein Mist. Und ich find's halt schön, dass auch so jemand dann endlich mal wieder ernste Rollen kriegt. Und sie machen's ja wohl jetzt so, habe ich nämlich gelesen bei American Crime Story, ähnlich wie bei American Horror Story, dass viele der Schauspieler auch in den nächsten Staffeln dabei sein werden. Und es geht wohl in der zweiten Staffel um Katrina. Nee, in der dritten Staffel geht's um Katrina und eben wie der US-Präsident damit umgegangen ist. Ich glaube, Dennis Quaid spielt übrigens George Bush. Freue ich mich auch schon drauf dann. Und die zweite Staffel wird um den Mord an Versace gehen. Da spielt Penelope Cruz unter anderem mit. Sie spielt die Frau von Versace und eben auch einige von denen, die jetzt dabei sind. Ich glaube, Cuba Gooding Jr. spielt mindestens in einer von den beiden Staffeln auch wieder mit. Annette Bening ist da irgendwo dabei. Also sehr viele coole Schauspieler. Und für diese Staffel hier, also es ist ja eine Anthology-Serie, wie gesagt, jede Staffel gibt es ein anderes Thema. Das nächste kommt wohl 2018 erst, also wenn man sich da irgendwie. Das ist, finde ich auch, ich finde Anthology-Serien haben auf jeden Fall eine gute Daseinsberechtigung, weil Leute, wenn jemand sagt, ich will jetzt nicht irgendwie drei Staffeln oder sowas gucken, ich will nur eine Staffel und dann hat man halt so ein längeres Filmerlebnis sozusagen. Und das hat man hier auf jeden Fall. 10 Stunden, also 10 mal 1 Stunde ungefähr ist es bei der ersten Staffel und es ist auf jeden Fall sehenswert, alleine schon, was die schauspielerische Leistung angeht. Und eben auch, wenn man sich für True Crime Stories und sowas interessiert. Ich möchte noch gerne diese Doku gucken. Hast du
interessiert dich das, Morbo, die hier, diese 7 Stunden lange Doku, die man auch eben als Serie gucken kann, aber die eigentlich als Film ins Kino damals auch gekommen ist, vor einem Jahr oder so? Hast du das mitbekommen? Nee, habe ich nicht mehr. Die heißt, also die ist ungefähr auch in demselben Zeitraum wie dieses People vs. O.J. rausgekommen. Und die Doku heißt O.J. Simpson Made in America oder so. Und setzt sich eben auch kritisch damit auseinander, wie das überhaupt zustande gekommen ist und schust er die Schulter nicht nur ihm zu und so. Und so. Hat sehr viele Preise gekriegt, hochgelobt gewesen, aber ich fand das schon ziemlich krass, als ich gehört habe, dass dann diverse Kritiker auch teilweise wirklich eben 7 Stunden und 40 Minuten im Kino gesessen haben und sich das angeguckt haben und auch einige von denen wirklich gesagt haben, das kam mir nicht zu lang vor, das war wirklich geil. Also das fand ich schon sehr erstaunlich für so einen langen Film. Und eben, man kann es sich eben auch als eine Teile angucken. Es ist wohl auch irgendwo in den USA im Fernsehen dann gelaufen, als eben einstündige Serie in acht Teilen oder so. Und das will ich auf jeden Fall auch noch gucken, weil ich finde, das Thema auf jeden Fall schon hat wirklich, das Thema hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Da kann man sehr viel rausholen. Da gibt es wirklich viele Facetten, die da interessant sind in dem ganzen Ding, was so den Umgang mit Medien und sowas auch angeht. Was ich jetzt auch geguckt habe vor einer Woche, anderthalb Wochen ist es her, da war ich im Kino, habe ich mir den neuen Sofia Coppola-Film angeguckt, Die Verführten, The Beguiled, ein Remake. Der Film ist 1975 oder so, glaube ich, schon mal rausgekommen, oder auf jeden Fall in den 70ern, damals mit Clint Eastwood in der männlichen Hauptrolle. Muss ich ganz kurz eingrätschen. Ja, bitte. O.J., Made in America, das wusste ich gar nicht, lief oder läuft auf Arte. Und man kann sich das noch komplett in der Mediathek für 20 Tage anschauen. Ja, siehst du, geil. Ja, das ist doch super, dass du das rausgefunden hast. Können wir direkt unseren Hörern nochmal mitgeben. Könnt ihr euch komplett auf Arte angucken. Wahrscheinlich dann auch mit deutschen Untertiteln oder so. Ja, splittet in 5 Teile. Ja, oh, 5 Teile, passt auch. Dann sind es so knappe Spielfilmlänge für jeden. Soll wohl sehr sehenswert auf jeden Fall sein. Und sagst du? Sag ich. Ich sag ja auch, soll sein. Ich hab's ja selber noch nicht geguckt. Wie gesagt, das Remake jetzt, oder der neue Film von Sofia Coppola, es spielt im Jahre 1864, glaube ich, also zur Zeit des Bürgerkriegs in den USA. Es ist mehr oder weniger eigentlich ein Kammerspiel, also es geht um eine Privatschule, soll es, glaube ich, sein, wo aber also wegen des Ausnahmezustands nur noch die Leiterin drin ist, eine Lehrerin, die wird gespielt, also die Leiterin ist Nicole Kidman, die Lehrerin wird gespielt von Kirsten Dunst, und dann sind noch, ich glaube, 5 Mädels da in dieser Privatschule. Der Rest wurde halt von ihren Familien irgendwie abgezogen, weil die irgendwohin, keine Ahnung, verreist sind oder so, weil eben da dort in der Gegend kriegerische Handlungen auch stattfinden. Eine von den Mädels wird noch gespielt von Elle Fanning, die man ja auch kennt, die auch in letzter Zeit in vielen guten Sachen mitgespielt hat. Und ich bin großer Sofia Coppola-Fan. Ich bin nicht so großer Fan von Kostümfilmen, sag ich mal so. Mir hat der Film gut gefallen. Die erste Hälfte ist eigentlich eine sehr absurde Komödie. Und die zweite Hälfte ist ein komödienhafter Thriller oder eine sehr schwarze Komödie, kann man so sagen. Es geht im Prinzip darum, dass der Charakter von Colin Farrell ist ein verwundeter Soldat, der Nordstaaten halt. Die Handlung findet halt in den Südstaaten statt, und er wird dann von diesen Mädels gesund gepflegt, mehr oder weniger. Und dann geht's halt um die Dynamik, und die Verführten, da lässt schon blicken ungefähr, um was es dann in dem Film geht. Jede von den Frauen interpretiert irgendwas in diesen Mann dann rein, was sie irgendwie interessant finden könnte oder so, und dann letztendlich wird's ein wenig morbide und gefährlich mir hat's großen Spaß gemacht, auf jeden Fall diesen Film zu gucken. Ich würde nicht sagen, Sofia Coppolas bester Film, aber ich habe Stimmen gehört, die sagen, seit Lost in Translation wahrscheinlich ihr bester Film oder vielleicht sogar ihr reifster Film. Ich mag den Stil von Sofia Coppola sonst auch immer sehr gern. Ich fand diesen Film auch sehr schön. Kann man sich auf jeden Fall angucken, allein wegen der tollen Darsteller. Ich glaube, wäre auch wahrscheinlich nochmal interessant, im Original zu gucken, weil Colin Farrell wahrscheinlich auch mit seinem dicken irischen Dialekt dort reden wird. Waren ja damals viele irische Einwanderer in der Nordarmee. Und
Also da noch eine kleine Empfehlung, falls der irgendwo noch im Kino läuft, sonst ist er sicher auch irgendwo sonst im Streamingdiensten demnächst irgendwo erhältlich oder vielleicht schon in einer Videothek in eurer Nähe. Das war's. Sonst nichts mehr? Jan, auch Nö. nichts? Keine Scooby-Doo-Filme? Na Nö. gut. Alles klar, dann hören Jeder, wir. wenn jemand was über einen Scooby-Doo-Film hören will, muss er mir das sagen. Soll er dir das sagen? Ich Dann nicht. wir holen das danach oder dann macht man eine Sonderausgabe für. In der nächsten Sendung, wie gesagt, Begegnung der unheimlichen Art. So. Also, ja, der Film von Steven Spielberg, das in der nächsten Läuft der Sendung. bei Netflix oder Amazon irgendwo oder muss ich da in Bisher meine nicht, den musst Videothek? du wahrscheinlich auch wieder in der Videothek Oh, oder. weißt du, was ist das denn, Saga? Ja, weißt Ja, also du? Morbo, du mit der teilweise die Trash-Filme oder was, waren auch nicht immer alle auf YouTube, die wir geguckt haben. Die meisten schon. Ich habe mich immer darum DOA gewundert. war auch nicht auf den Streaming-Diensten. Zwar einmal, Ja, ansonsten nicht immer. einmal. Ja, mir fallen sicher auch, wenn ich noch ein bisschen recherchiere, noch ein paar andere Beispiele ein. Nein, Und nein, das. ich war immer super. Und außerdem, die Filme, die ich aussuche, sind sehr gut erhältliche Filme. Da muss Bin man einfach wenigstens der nicht nachsuchen. Und vielleicht ist es ja auch bei euren Eltern noch irgendwo im Videoregal oder so, dann müsst ihr euch im VHS angucken. Also, unheimliche Begegnung der dritten Art zum nächsten Mal. Ja, wir werden schon einen Weg finden, wie wir das gucken können. Man hört sich, macht's gut, bis dann.